Und wir können direkt loslegen mit den Fragen an Marco Rose, unseren Trainern, und an unseren Innenverteidiger Manuel Akanji. Bitte schön. Wir beginnen mit Sebastian Wessling. Hallo zusammen. Ich stelle die traditionelle Frage nach dem Personal, die diesmal vermutlich einen Großteil der PK einnehmen wird, so wie die Meldungen zuletzt waren. Wie ist da der aktuelle Stand? Es waren ja zuletzt eben Haaland und Reus ausgefallen, Giovanni Reyna, Jürgen Brandt, und ich werde noch eine ganze Reihe vergessen haben. Wie sieht es da aus? Jule Brandt hat gestern voll trainiert, ist dann, wenn das heute nochmal gut funktioniert, sicher eine Option auch für morgen Abend. Gio wird noch weiter ausfallen, ist noch nicht wieder im Teamtraining. Marco und Erling müssen wir schauen, wird eng bei beiden sicherlich. Marco gestern gelaufen, muss man schauen, wie das heute dann im Abschlusstraining funktionieren kann. Und bei Erling, da tut es dann doch noch richtig weh. Also ich traue Erling viel zu, aber wir müssen schauen einfach. Vielleicht hat er richtig gut geschlafen, gut gegessen, gut regeneriert, und es geht dann doch schneller. Müssen wir einfach gucken. Wir machen weiter mit Bijan Jakobi. Ja, meine Frage an Manuel. Das Spiel gegen Gladbach stand ja von vornherein nicht unter einem guten Stern. Neben den vielen Verletzten kamen ja noch Erling und Marco dazu. Hinzu kommt noch der Platzverweis für Mo. Gibt es irgendwelche positiven Aspekte, die ihr trotzdem aus dem Gladbach-Spiel für morgen mitnehmen könnt? Ja, ich glaube schon, wie wir reagiert haben in der zweiten Halbzeit. Klar haben wir uns nicht allzu viele große Torschancen rausgespielt, aber wir waren auch ein Mann weniger. Trotzdem glaube ich, dass wir eine gute Leistung gezeigt haben in der zweiten Halbzeit und versucht haben, nochmal den Ausgleich zu machen. Es hat leider nicht geklappt, aber ich glaube, die Einstellung war die richtige. Gibt es weitere Fragen? Ja, wir machen weiter mit Björn Pinno, Radio 91.2, bitteschön. Ja, Frage an den Trainer. Gegner morgen heißt Sporting Lissabon, Klassiker. Was ist denn das für eine Mannschaft? Ja, portugiesischer Meister. Das sagt schon was aus, denke ich, wenn du dich gegen Benfica und Porto dann durchsetzt. Gute Fußballer, klare Struktur im Spiel gegen und mit dem Ball auch. Rechter Flügelverteidiger, ein Spanier, Porro. Ein richtig guter Junge, gutes Raumgefühl. Sarabia aus Paris dazugeholt, ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler. Paulinho als Zielspieler vorne drin im Sturm, in unterschiedlichen Konstellationen, spielen meistens Dreierkette. Und vorne dann ja auf den Gegner ausgerichtet, dann auch mal mit drei, mal mit zwei. Im Mittelfeld mit Núñez, ein trippelstarken Spieler. Eine gute Mannschaft. Und trotzdem ist morgen Abend Champions League, wenn die Hymne dann angeht und die Jungs gut regeneriert sind, glaube ich, dass es für uns nur darum geht, hier zu Hause die nächsten drei Punkte einzufahren, ein klares Signal an die Gruppe zu senden und wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. An dieser Stelle möchte ich die portugiesischen Kollegen auch herzlich einladen, ihre Fragen an beide Protagonisten hier auf dem Podium zu stellen. Im Moment gibt es keine Fragen von dieser Seite. Wir machen dann weiter mit Patrick Berger für Sport1. Hallo in die Runde. Hallo Manuel, hallo Marco. Marco, gesetzt den Fall, Erling fällt am Ende wirklich aus. Wie wollt ihr es schaffen, dass diese Abhängigkeit von ihm nicht zu sehr da ist, dass ihr variabel seid vorne? Kann man das auch ein Stück weit trainieren? Also wie sieht da die Lösung aus bei euch? Danke. Ja, also nochmal, es ist nicht nur Erling ausgefallen in Mönchengladbach, sondern auch unser Kapitän. Unglaublich wichtiger Spieler für uns, Herr Reuser. Und das war in der Summe dann natürlich unserem Offensivspiel anzumerken, ganz klar. Wir hatten erste Halbzeit kaum Torraumszenen, wir hatten zu wenig Durchschlagskraft. Man muss jetzt auch ehrlich sagen, die Nummer hat sich dann, ist über Nacht über uns hereingebrochen. Zweite Halbzeit, so wie Manu gesagt hat, haben wir super reagiert als Team, hatten in den letzten 10 Minuten nochmal wirklich auch in Unterzahl Möglichkeiten auf den Ausgleich. Wenn ein Top-Stürmer ausfällt, egal bei welchem Verein, dann macht das immer etwas mit einer Mannschaft. Das ist klar. Und trotzdem
werden wir versuchen, Lösungen zu finden. Wir haben hinten dran Jungs, die sich zeigen können. Wir werden natürlich auch versuchen, ja, eine Struktur in unser Spiel zu bringen, die es uns hilft, wieder torgefährlicher zu werden als noch erste Halbzeit gegen Mönchengladbach. Und dann müssen wir das als Mannschaft dann einfach auch, Manu könnte mal einen einnicken bei einem Standard zum Beispiel. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, Tore zu schießen. Und dann gibt es immer Lösungen. Ja, wir machen das als Team, wir machen es gemeinsam, wir vertrauen den Jungs, hauen uns da morgen rein, wollen für die Fans hier einen schönen Champions-League-Abend haben. Und wenn es ohne Erling sein muss, dann machen wir das auch. Jesko von Eichmann für Sky. Marco, jetzt ist die Auswahl ganz vorne nicht mehr ganz so groß. Youssoufa ist da, aber sonst eigentlich kein richtiger Mittelstürmer mehr. Haben Sie da auch nochmal einen Blick, vielleicht eine Mannschaft weiter drunter in der U19? Bradley Fink zum Beispiel ist einer, der da regelmäßig trifft, war jetzt noch nicht bei euch beim Training, glaube ich, dabei. Aber wäre das auch eventuell eine Möglichkeit, da auf der Position nochmal gezielt nachzulegen? Ja, wir wissen, dass wir einen guten Unterbau haben, U23, U19, talentierte Spieler natürlich. Aber ich glaube schon, dass wir in unserem Kader jetzt erstmal auch Jungs haben. Also ein Mucki mit noch 16 Jahren, nochmal, also das Spiel Mönchengladbach, die Atmosphäre, Bundesliga, das ist das, was Mucki dann auch in regelmäßigen Abständen braucht. Und wir alle sehen jetzt auch ein Stück weit, dass er halt einfach tatsächlich 16 ist und noch ein bisschen Zeit braucht. Bei allem Talent, was er hat, ist das dann schon nochmal eine andere Nummer. Wir haben Donny, der auch als Mittelstürmer spielen kann. Wir haben Thorgan Hazard, der letzte Saison, glaube ich, kann ich mich erinnern, auch gegen Leipzig zu Hause, glaube ich, Mittelstürmer gespielt hat, das Tor von Reuser vorbereitet hat über einen Doppelpass. Marco kann unter bestimmten Umständen, wenn er denn fit ist, da vorne drinnen auch eine Position einnehmen, wo wir ihn ins Spiel einbinden. Also wir haben schon auch im Kader noch Möglichkeiten, aber wir gucken auch gerne immer wieder mal nach unseren jungen Talenten, na klar. Sebastian Wessling. Ich möchte auch noch ein kleines bisschen auf diesem Thema rumreiten. Wir haben ja schon öfter über Daniel Mahlen gesprochen und Sie haben natürlich immer gesagt, er braucht noch Zeit, logischerweise, wenn er bei einem neuen Verein ankommt. Aber jetzt ist er ja vermutlich dann schon in etwas größerem Maße gefordert, wenn eben es eng ist mit Erling Haaland, mit Marco Reus. Was ist jetzt von ihm gefordert, dann auch für solche Spiele, da mal den nächsten Schritt dann vielleicht auch zu machen? Grundsätzlich einfach, dass er sich reinhaut, dass er positiv bleibt, dass er dort weitermacht, wo er angefangen hat insgesamt. Am Anfang hat er ein großes physisches Defizit gehabt, das arbeiten wir jetzt nach und nach auf. Er hat in Gladbach dann schon auch sehr, sehr lange gespielt und durchgehalten. Und dass irgendwann dann auch mal der Erste reinrutscht, das ist, glaube ich, auch wichtig. Donny hatte die eine oder andere Situation schon. Das brauchst du halt auch als Stürmer. Kommst in eine neue Liga. In Holland laufen die Dinge dann vielleicht doch noch mal ein bisschen anders. Da ist ihnen einiges dann auch leichter vom Fuß gegangen. Aber auch bei Donny müssen wir die Geduld haben, aber auch klar die Forderung, natürlich, dass er jetzt in so einer Situation dann einfach noch mehr in die Verantwortung geht. Die verteilen wir grundsätzlich aufs ganze Team, aber wir brauchen ihn natürlich dann auch dort vorne drinne mit tiefen Läufen, mit 1-gegen-1 Situationen, mit seinem starken Abschluss, den er hat. Und dann wird es hoffentlich für ihn dann auch irgendwann jetzt mal klappen. Björn Pinnow. Ja, eine Frage an Manuel Akanji. Was kann denn die Defensive, der Defensivverbund zu dieser Situation beitragen, ein Spiel zu gewinnen, abgesehen von der Tatsache, dass du vorne mal nach dem Standard einen einnicken könntest? Ja, zuerst einmal sind wir, glaube ich, alle dafür zuständig, dass wir keine Tore hinten kriegen. Und das ist auch in dem Spiel unser Ziel. Das ist leider noch nicht so gelaufen, wie wir uns das genau vorgestellt haben. Das Gute war bis jetzt, dass wir viele Tore schießen können. Und das auch weiterhin beibehalten möchten. Aber wie gesagt, wir müssen auch versuchen, dass wir mal die Null hinten halten können. Und ja, wenn es gut läuft, dann können wir Verteidiger vielleicht auch nochmal ein Tor vorne machen. Kilian Gaffrey von der Bild. Manuel, eine Nachfrage dazu. Was fehlt denn in der Abwehr noch?
damit ihr die Null mal hinten haltet? Ihr wart in Beşiktaş ganz knapp dran, in der Liga hat es noch nicht so gut geklappt. Was fehlt noch? Ja, ich glaube, dass wir einfach über 90 Minuten alle zusammen das Tor ganz klar verteidigen und nicht nachlassen, auch wenn wir mal vorne sind. Zum Beispiel im Spiel gegen Union Berlin haben wir sehr, sehr gut gespielt. Und ja, dann passiert eine Situation, wo wir halt dann nicht so aufmerksam sind. Also sei es beim Eckball und dann auch die Situation vorher beim ersten Tor, wo wir halt dann ja mal zwei, drei Schritte zu spät sind, und das wirkt sich dann halt auch so, gegen Mannschaften auch wie Union Berlin, die immer gefährlich sein können. Und wir müssen da einfach bereit sein, über 90 Minuten alle zusammen das Tor zu verteidigen. Dann funktioniert das auch, und hoffentlich ja, können wir das morgen damit starten. Auf meinem Bildschirm sehe ich keine weiteren Handzeichen mehr. Ich schaue jetzt nochmal. Das bleibt offensichtlich auch so. Dann vielen, vielen Dank, liebe Kollegen, für die Teilnahme an dieser Pressekonferenz, und wir sehen euch alle morgen Abend hier im Stadion wieder. Bis dann. Tschüss.